Und bevor ich das nachher wieder vergesse, was ich ja wirklich gerne mache, das sind die Trainer zu vergessen, aber das hole ich jetzt schon gleich hier mal vorweg. Da haben wir zum einen auf Seiten der SB Freiheit hier vor mir Christian Klees. Das ist der sich jetzt ganz langsam rumdreht und gar nicht meint, dass er angesprochen ist. Und auf der anderen Seite Bernd Schneider. Und bei den Wissenern, ich glaube, da muss man einen noch dazu sagen. Und das ist der Burkhard Müller, der für den Verein wirklich vieles macht. Der ist so ein Mädchen für alles. Und jetzt ist er noch nicht mal in der Halle, wenn man ihn lobt. Also, ich glaube, der wird da draußen wieder rumstehen und wird dann auf den letzten Drücker wieder reinkommen. So kenne ich ihn. It's like
15 Minuten Vorbereitungszeit. Start! Ja, liebe Schießsportfreunde, Vorbereitungszeit heißt auch immer für mich Gelegenheit, die Schützen im Einzelnen noch einmal vorzustellen. Wir haben bei dem Wissener SV an der Position Nummer 5 einen Bürokaufmann, Jahrgang 1980. Er war im Parasport unterwegs und da sehr, sehr erfolgreich. Vize-Weltmeister im Team 2002 in Seoul in Korea. Dritter Platz bei gleicher Veranstaltung im Einzel. Europameister im Team in Alicante in Spanien. Vize-Weltmeister 2014 in Suhl und den dritten Platz dabei noch mit dem Team belegt. Mehrfach hat er bei der deutschen Meisterschaft schon exzellente Plätze belegt und Medaillen gewonnen. In dieser Saison schon ein Ergebnis von 395 Ringen erzielt. Sein Ligaschnitt liegt bei 389,43. An der Position Nummer 5 für Wissen begrüßen wir Kevin Zimmermann! Seine heutige Gegnerin an der Position Nummer 5 für die SB Freiheit. Sie ist Schülerin, Jahrgang 2003. Spielt ganz gerne mal ein Schlaginstrument, sprich Percussions. Hat im Viertelfinale 394 Ringe erzielt, da auch ihren Punkt gemacht. Im Halbfinale lief es nicht ganz so gut. Da kam sie auf 389 Ringe. Ist mehrfache deutsche Meisterschaftsteilnehmerin, Landesmeisterin, 60 Schuss liegend und seit 2021 im Junioren-Nationalkader. Ihr Ligaschnitt 392,5 Ringe an der Position Nummer 5 für die SB Freiheit. Jana Meinheit! Wir kommen zur Position Nummer 4 auf Seiten der Wissener. Er ist Student, Jahrgang 2002. Für Hobbys bleibt außer dem Schießsport bei ihm groß keine Zeit. Er war im Viertelfinale und im Halbfinale bereits eingesetzt, konnte sich jeweils dann steigern. Viertelfinale 3,92, Halbfinale 3,94. Da musste er allerdings seinen Punkt abgeben, aber das wird er versuchen, heute wieder gut zu machen. Er ist mehrfacher Medaillengewinner bei Landes- und deutschen Meisterschaften. War bei der Europameisterschaft der Junioren in 2018 in Győr in Ungarn dabei. Er gehört dem Juniorenkader des Rheinischen Schützenbundes und des Deutschen Schützenbundes an, ist deutscher Meister 60 Schuss liegen und deutscher Vizemeister zusammen mit Franka Janssen aus Kevela im Mixed-Wettbewerb Luftgewehr. 392,10 sein Ligaschnitt. Das zeigt eigentlich, dass er im Moment gut drauf ist, weil gestern hat er das Ganze zweimal übertroffen. An der Position Nummer 4 am Start für Wissen, Benedikt Mockenau! Aber seine Gegnerin, die er heute hat, ist eine ganz erfahrene. Sie ist Sportsoldatin von Beruf, Jahrgang 1994. Die hat es in der Welt schon ganz schön rumgetrieben, die junge Frau. Juniorenweltmeisterin 2014, Vize-Junioren-Europameisterin 2012, mehrfache deutsche Meisterin, Luftgewehr und Kleinkaliber. Sie war beim zweiten Platz im Bundesliga-Finale 16 schon dabei, beim dritten Platz in 17. Also da in der Richtung, und ich meine doch eigentlich, dass sie auch dabei war beim Gewinn des Spiegels. Den Weltcup hat sie gewonnen in Bangkok und das Weltcup-Finale in Delhi 2017, das hat sie auch eingeheimst. Dazu kommen Weltmeistertitel in Changwon,
mit Weltrekord im Team, wo sie gleich dreimal Weltmeisterin wurde, nämlich auch im Dreistellungskampf Großkaliber und im Liegendkampf Großkaliber. Den ganz großen Traum hat sie sich voriges Jahr erfüllt. Da war sie nämlich bei der Olympiade in Tokio am Start. Und auch da stand sie im Finale zum Schluss auf Platz 6. Dann kommt noch dazu die Qualifikation für die Europameisterschaft. Ganz hauchdünn hat sie sich da noch durchsetzen können und auch da wieder ins Team hineingeschossen. An der Position Nummer 4 am Start für die SB Freiheit, Jolene Bär. An der Position Nummer 3 am Start für den Wissener SV, eine Studentin, Jahrgang 2002. Schießsport und sich mit Freunden treffen, ihre Hobbys. Die ist am Wochenende bis jetzt zweimal im Einsatz gewesen und zweimal sehr konstant unterwegs. Beide Male im Viertel- und im Halbfinale, jeweils 395 Ringe. Ein erster Platz bei einer Jugendverbandsrunde, so fängt es meistens an auf diesen Karten. Und dann irgendwann stehen da Weltmeistertitel, Sonstiges. Wir hoffen das für sie auch, denn sie ist seit 2020 im DSB-Kader und wird mit ihrer gesunden Einstellung, denke ich auch, irgendwann diesen Weg mal gehen. 396,2 ihr Ligaschnitt in dieser Saison. An der Position Nummer 3 für Wissen freuen wir uns auf Franziska Stahl! Jetzt geht's weiter mit der Position Nummer 3 der SB Freiheit. Sie ist ebenfalls Sportsoldatin, Jahrgang 1992. Motorradfahren und Skifahren, ihre Hobbys. Sie war schon bei der SG Mengshausen aktiv, die sich jetzt ja auch zurückgezogen hat. Sie war deutsche Meisterin, 3x20 schon, Team-Junioren-Weltmeister in Granada, zweifache Europameisterin Großkaliber, Europacups im Großkaliberbereich gewonnen, wo man auch 599 Ringe mal zwischenzeitlich Europarekord eingestellt hat. 2016 3x20 gewonnen, dann haben wir Europameisterschaft Luftgewehr in Maribor, wo sie Fünfte war. Mehrfache deutsche Meisterin und auch sie gehört zusammen mit Jolene Bär zu den drei Damen, die sich qualifiziert haben im Rahmen der Ausscheidung für die EM in Norwegen. 396,11 ihr Ligaschnitt. An der Position Nummer 3 am Start für die SB Freiheit, Lisa Müller! Somit kommen wir jetzt zur Position Nummer 2 des SV Wissen. Sie ist Studentin, Jahrgang 1998. War mehrfach bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften am Start. Mehrfache Medaillengewinnerin bei dänischen Meisterschaften und im letzten Jahr auch aktiv am Start bei der Olympiade in Tokio. Im Halbfinale, wo sie eingesetzt war am Wochenende jetzt, erzielte sie 396 Ringe. Ihr Ligaschnitt ist aber sogar noch höher, der liegt bei 397,67. An der Position Nummer 2 am Start für Wissen aus Dänemark, Anna Nielsen! Die Position Nummer 2 auf Seiten der SB Freiheit. Hier haben wir eine kaufmännische Assistentin, Jahrgang 1992. Sie hat am Wochenende beide Matches mitgeschossen. Viertelfinale, da lief es nicht ganz so, 389. Dann hat sie sich leicht gesteigert im Halbfinale auf 390 Ringe. Und wir werden mal schauen, was heute rauskommt. Ich denke mal, der Weg geht noch ein Stückchen nach oben. Dritte
3x20 auf einer deutschen, erste dann in 2017. Und dann kommt so eine richtige Bundesliga-Karriere hier in der stärksten Schießsportliga der Welt. Zweiter Platz 2016, dritter Platz 2017, Bundesliga-Sieger 2018 und nochmal dritter Platz 2020. Sie hat also in den letzten Ausführungen dieses Bundesliga-Finales immer einen Platz gefunden auf dem Siegertreppchen. Dazu kommen deutsche Vizemeisterin Luftgewehr 2019. 396,30 ihr Ligaschnitt. An der Position Nummer 2 am Start für die SB Freiheit Michaela Müller-Töhle. So, und jetzt kommen wir zu den Spitzenpositionen. Hier haben wir auf Seiten der Wissener eine Studentin der Psychologie, die beide Einsätze am Wochenende geschossen hat. Einmal im Viertelfinale 398. Da hat sie mit einem Ring gewonnen, was sicherlich auch wichtig war, um das Halbfinale zu erreichen. In diesem Halbfinale hat sie dann 396 Ringe erzielt, musste da mit einem Ring Rückstand ihren Punkt abgeben. Wenn sie nicht gerade auf dem Schießstand ist, dann ist Fitness, Inlineskating und Skifahren ihre Hobbys. Sie ist zweifache belgische Meisterin, dazu mehrfache Teilnehmerin an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltcups bei den Junioren. Auch sie stand bei der Olympiade in Tokio am Stand, dort mit dem Luftgewehr. Vize-Europameisterin 2021 in Osijek. Ihr Ligaschnitt 398,57. An der Position Nummer 1 am Start für Wissen, Jessie Kaps. Jetzt habe ich noch ausreichend Zeit, zu einer Schützin zu kommen. Wo ich meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schießsportfreunde, ich darf Sie kurz vor Beginn des zweiten Bronze-Medal-Matches hier im Rahmen der Bundesliga, im Rahmen des Bundesliga-Finals in Garching-Hofbrück auf der Olympia-Schießanlage ganz recht herzlich begrüßen. Ein Bronze-Medal-Match, eine Bronzemedaille haben wir schon gesehen, haben wir schon vergeben. Und zwar im Pistolenschießen. Die Bronzemedaille ging hier an den SVGK Hannover. Im Bronze-Medal-Match konnte sich Hannover letztendlich dann mit 3:2 gegen Dynamit Fürth durchsetzen und gewinnt somit die Bronzemedaille. Jetzt widmen wir uns dem nächsten Bronze-Medal-Match, dem nächsten Finale um eine Medaille, bevor es dann später, und das ist gleich der Hinweis auf die nächsten Highlights heute, bevor es dann tatsächlich um 13 Uhr um Gold geht, um Gold und Silber in der Pistolendisziplin. Und um 15 Uhr dann tatsächlich das Highlight, worauf wir alle hinfiebern, das Highlight. Die Goldmedaille wird vergeben um 15 Uhr an die Bundesliga-Schützen der Luftgewehrdisziplinen. Hier treten dann an Pfeilföhringen und die SSG Keveler. Hier im Bronze-Medal-Match, das wir jetzt live streamen werden, auch Sie begrüße ich ganz herzlich hier im Livestream auf Sportdeutschland TV, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Das Bronze-Medal-Match, was wir jetzt gleich sehen werden, ist das des SV Wissen und der SB Freiheit. Und da gehen wir jetzt auch gleich in die einzelnen Partien. Sie haben den Hallenkommentator vielleicht gehört. Axel Schell hat die 15-minütige Vorbereitungszeit genutzt und hat den wenigen Zuschauern hier in der Halle die Schützinnen und Schützen etwas näher vorgestellt. Es ist so, dass momentan aufgrund der aktuellen Pandemiesituation keine Zuschauer in der Halle erlaubt sind.
Die Stimmung, die hier erzeugt wird, das sind Betreuer, das sind Trainer, das sind vor allem die Schützen, die gestern schon ausgeschieden sind oder heute Morgen das Bronze-Medal-Match in der Pistole ausgetragen haben oder auch Schützen, die nachher noch an den Start gehen werden. Aber es sind keine offiziellen Zuschauer erlaubt, leider. Es wäre uns allen ein Anliegen gewesen, hier vor vollem Haus mit richtiger, guter Kulisse das Finale austragen zu können. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. Wir sehen am Stand den SV Wissen, den Wissener SV und die SB Freiheit. Der Weg ins Finale gestaltete sich für die SB Freiheit so, dass sie im Viertelfinale gegen den Bund München angetreten sind. Hier haben die Freiheiter 4:1 gewonnen, insgesamt 1975 Ringe erzielt. 1975 Ringe für alle Schießsportfreunde ist das verständlich bei 2000 möglichen Ringen, die eine Mannschaft erzielen kann, ist es ein super Ergebnis. Aber darauf kommt es nicht an. Hier kommt es tatsächlich darauf an, dass jeder Schütze einzeln seinen Punkt erzielt, jede Schützin sich durchsetzt gegen ihren direkten Gegner, gegen ihre direkte Gegnerin. Und am Ende müssen auf Mannschaftsseite 3 Einzelpunkte stehen, damit das Match gewonnen wird. 5 Schützen, 5 Schützinnen. Jeder gegen seinen direkten Gegner. Der Bessere bekommt einen Punkt. Bei 3 Mannschaftspunkten, bei 3 Einzelpunkten ist die Mannschaft der Sieger. Im Halbfinale konnte sich die SB Freiheit dann durchsetzen, beziehungsweise hat sie leider das Halbfinale verloren gegen Föhringen mit 1:3. Föhringen einfach in dieser Saison zu stark. Auch hat die SB Freiheit im Halbfinale etwas nachgelassen. 1965 Ringe nur noch in Anführungsstrichen haben dann dazu geführt, dass der Kampf mit 1:3 gegen Föhringen verloren wurde und somit sind sie hier in das Bronze-Medal-Match eingezogen. Der Wissener SV konnte sich überraschenderweise gegen den Zweitplatzierten des Südens durchsetzen im Viertelfinale. Hier gewannen die Wissener mit 4:1 1969 Ringe und genau dieses Ergebnis haben sie auch im Halbfinale dann nochmals erzielt. Allerdings hat es hier im Halbfinale gegen die SSG Kevela dann nicht mehr gereicht. Sie unterlagen mit 4:0 und auch sie finden sich hier wieder im Bronze-Medal-Match ein. Wir sind in der Partie 1 und sehen gerade Jessie Cups. Jessie Cups hat gestern 398 Ringe im Viertelfinale erzielt und hat ihren Punkt somit erreicht. Im Halbfinale hat sie dann 396 Ringe erzielt und musste ihren Punkt abgeben. Einer der Punkte, die verloren wurden, die dann dazu geführt haben, dass sie im Halbfinale unterlagen. Jessie Cups hat an den Olympischen Spielen bereits teilgenommen in Tokio 2021. Mit dem Luftgewehr hat sie bei den Europameisterschaften in Osijek den 2. Platz erzielen können. Sie ist zweifache belgische Meisterin und hat dieses Jahr ein Manko. Sie hat mehrere Male 399 Ringe erzielt. 399, also tatsächlich 39 mal die 10 und nur einmal die 9. Und genau diese 9 hat sie jetzt auch schon wieder auf ihrem Konto. Der 4. Schuss, ein ganz knapper 9er am Rande zur 10. Und wenn man weiß, wer ihre Gegnerin ist, auf Position 1 der Freiheiter, Jeanette Heck Dystort, die Norwegerin, die hier an den Start geht, hat in dieser Saison sage und schreibe 7-mal die 400 Ringe erzielt. Das ist nochmal Jessie Cups. Und ihre Gegnerin, Jeanette Heck Dystort, wie gesagt, 7-mal die 400 und gestern eben auch. Gestern im
Halbfinale war es dann soweit. 400 Ringe hat sie erzielt und hat ihren Punkt für die SB-Freiheit geholt. Letztendlich war das allerdings der einzige Punkt am gestrigen Samstagnachmittag. Und das hat dann eben mannschaftlich nicht dazu gereicht, dass die SB-Freiheit in das große Finale einzieht. Jeanette Heck-Düstert, 6x400 in der Saison. Sie hat an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen und hat hier den vierten Platz erreicht, sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit dem KK-Gewehr in der Disziplin 3x40. Bei Weltcups, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften spielt sie immer ganz vorne mit und natürlich ist sie auch mehrfache norwegische Meisterin. Ein Ligaschnitt hat sie dieses Jahr von 399,75. Da ist es tatsächlich schwierig für Jessie Cups nach einem Neuner bereits diesen Punkt noch zu holen, wenn Jeanette Heck-Düstert hier im Finale vielleicht auch wieder die 400 knackt. Man muss sich das vorstellen, eine 10 ist immer unterteilt in mehrere Zehntel. Ist der Ring gerade angekratzt, ist es eine 10,0. Und je weiter man ins Zentrum kommt, desto höher ist der Wert. Eine 10,9, der beste Schuss, den man erreichen kann. Und sie hat gestern tatsächlich in ihrem Halbfinale eine 10,63 im Schnitt geschossen. Also wenn sie mal eine 10,4 geschossen hat, musste sie wieder eine 10,8 nachlegen, damit dieser Schnitt zustande kommt und der war sogar noch höher als 10,6. Ich schwärme tatsächlich von dieser Schützin. Sie ist eine der weltbesten Schützinnen, die wir hier in der stärksten Liga am Start haben. Jeanette Heck-Düstert. 10,9, der beste Wert, den man erreichen kann. Jetzt eine 10,7 legt sie nach. Und Jessie Cups versucht, ihre Gegnerin etwas unter Druck zu setzen. Mit einer schnellen Schussabgabe hat bereits 3 Schuss mehr abgegeben als ihre Gegnerin. Das muss sie vielleicht auch nutzen, diesen Geschwindigkeitsvorteil. 8 Schuss auf ihrem Konto, 79 Ringe. Und Jeanette Heck-Düstert noch Verlustpunkt, noch fehlerfrei. Auf Position 2 sehen wir auf Seiten der SB-Freiheit Michaela Müller-Töhle hier links im Bild. 5 Schuss hat sie abgegeben, 2x die 9, eine 9,9, ganz knapp an der 10 vorbei. Sie musste gestern tatsächlich auch beide Punkte hergeben. In ihrem Viertelfinale hat sie 389 Ringe geschossen, im Halbfinale dann 390. Sie konnte sich zwar steigern, aber letztendlich hat es nicht gereicht, um den Punkt zu erzielen. Sie ist bereits deutsche Meisterin gewesen 2017, deutsche Vizemeisterin 2019 und sie war Mitglied der Mannschaft, die 2018, nämlich die Mannschaft der SB-Freiheit, die damals den Titel gewinnen konnte hier in der Bundesliga. Michaela Müller-Töhle auf Seiten der SB-Freiheit. Neben dem Schießen betreibt sie Fitness als Ausgleichssport und natürlich hätte sie es gerne gehabt, hier den Spiegel, den Titel zu erringen. Allein das Halbfinale hat dann dafür gesorgt, dass die SB-Freiheit ausscheiden musste und sie jetzt hier um Bronze kämpfen dürfen. Anna Nielsen, ihre Gegnerin hier rechts im Bild, hat gestern im Viertelfinale nicht geschossen, da war der Norweger am Start, Jon Herman Heck. Sie ist im Halbfinale eingestiegen, hat 396 Ringe geschossen, musste ihren Punkt abgeben. Mit 398 hatte ihr Gegner 2 Ringe mehr geschossen und somit musste sie den Punkt herschenken. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen habe ich bereits erwähnt, 2021 in Tokio, genauso wie an Weltmeisterschaften, zum Beispiel 2017 in Suhl und in Changwon 2018, aber auch die Teilnahme an den Europameisterschaften 2018 in Győr, das gibt sie als
internationalen Erfolg an. Und wenn ich sage, sie gibt es an, jeder Schütze, jede Schützin musste vorab einen Fragebogen, einen Steckbrief ausfüllen, damit wir auch die Möglichkeit haben, Ihnen im Stream die Schützen und Schützinnen etwas näher vorzustellen. Natürlich kennen wir alle Schützinnen, aber bei so vielen Wettkämpfen, die stattfinden, kommt es immer darauf an, was den Schützinnen und Schützen am wichtigsten ist, denn wir wollen ja schließlich auch hier auf das Geschehen eingehen. Auf Position 3 möchte ich Ihnen vorstellen, auf Seiten der Freiheiter, hier links im Bild auf Stand 5, Lisa Müller. Sie hat gestern im Viertelfinale 397 Ringe erzielt, ihren Punkt damit erreichen können. Im Halbfinale hat sie 2 Ringe weniger geschossen, 395, musste ihren Punkt hergeben, die Sportsoldatin aus Weingarten. Motorradfahren zählt zu ihren Interessen, genauso wie der Sport im Allgemeinen. Weltmeisterin war sie bereits 2014 mit dem Luftgewehr in der Disziplin Team und mit dem Großkaliber, denn sie schießt auch Großkaliber. Auf 300 Meter ist sie Weltmeisterin sowohl im Team als auch einzeln geworden. Und 2015 hat sie diesen Erfolg bei den Europameisterschaften bereits erreicht. Da ist sie Europameisterin geworden 2015, auch im Team und Einzel. Sie hat einen Ligaschnitt von 396,11 Ringen. Das heißt, sie hat genau diesen Bereich gestern auch erreicht. Und ihre Gegnerin Franziska Stahl auf Seiten der Wissener hat gestern zweimal 395 Ringe geschossen. 395 von 400 möglichen im ersten Wettkampf. Im Viertelfinale hat sie damit den Punkt noch erzielt. Im zweiten Wettkampf im Halbfinale war es dann ein Unentschieden. Das war aber nicht mehr notwendig, diese Partie zu entscheiden in einem Stechen. Denn die Punkte wurden an den anderen Positionen bereits vorher vergeben. Das Halbfinale wurde vom Wissener SV verloren. Und auch deshalb sind sie jetzt hier im Bronze-Medal-Match. Franziska Stahl, Studentin, sie trifft gerne noch Freunde. Zahlreiche Platzierungen bei den deutschen Meisterschaften hat sie erzielen können. Top-10-Platzierungen und hat auch schon einige Medaillen auf ihrem Konto zu verzeichnen. Sie ist seit diesem Jahr DSB NK2-Kaderschützin. Das heißt, sie hat auch weiter die Möglichkeit, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Da wünschen wir ihr natürlich viel Glück und eine lange Erfolgsgeschichte. Und diese lange Erfolgsgeschichte haben wir auf Seiten der Schützin, die wir hier links im Bild sehen mit ihrem schwarz-rot-goldenen Gewehr. Diese Erfolgsgeschichte haben wir auf Seiten der SB Freiheit schon auf dem Papier, denn sie hat an den Olympischen Spielen bereits teilgenommen. Den 6. Platz 2021 hat sie in Tokio erreicht. Die Schützin für die SB Freiheit auf Position 4, Jolene Bär, hier links im Bild. Gestern mit 397 im Viertelfinale den Punkt gemacht, im Halbfinale 391. Da hat sie selber nicht den Rhythmus gefunden, hat sich nicht durchsetzen können gegen ihren Gegner. Sie musste den Punkt abgeben, was dann letztendlich zur Niederlage dazu getan hat. Sportsoldatin ist sie und neben dem Schießen, was die meiste Zeit für sie in Anspruch nimmt, spielt sie gerne Fußball und schaut natürlich auch dem Fußball zu und kümmert sich vor allem um ihre Familie. Weltcup-Finalsiegerin war sie 2017 mit dem KK-Gewehr, Weltmeisterin 2018 ebenfalls mit dem KK-Gewehr. Und hier ist die Erfolgsliste tatsächlich mehr als eine Seite lang. Und ihr gegenüber steht ein Schütze, ein junger Schütze. 2002 ist der Jahrgang. Er hat gestern 392 im Viertelfinale geschossen, 394 im Halbfinale. Im Viertelfinale konnte er den Punkt noch erzielen, im Halbfinale dann eben nicht mehr.
und der Student, der hier für den Wissener SV im rechten Bereich an den Start geht, wir sehen es hier im rechten Bildbereich, hat damit leider seinen Punkt, wie gesagt, im Halbfinale hergeben müssen. Der Wissener SV unterlag und ist hier in das Bronze-Medal-Match eingezogen. Die Trainer haben ja gesagt, es ist das Wichtigste, dass man überhaupt dieses Viertelfinale am Anfang übersteht, denn sonst ist man gleich am Samstag in der Früh ausgeschieden. Hat man dieses Viertelfinale, den schwierigsten Wettkampf überstanden, durfte man im Halbfinale noch antreten und das hat Benedikt Mockenhaupt getan. Der Schütze, der bereits an Junioren-Europameisterschaften sowohl in Ungarn, in Győr, als auch in Breslau in Polen teilgenommen hat 2018 und 2020. Der Zwischenstand, wir sehen es, ist momentan 3:1, da werden wir gleich drauf eingehen. Es sind erst 15 Minuten vom Wettkampf absolviert. Und wir haben der Vollständigkeit halber auf Position 5 für Freiheit Jana Meinheit, die gestern ebenfalls zweimal am Start war, 394 Ringe im ersten Durchgang. Im Viertelfinale und im Halbfinale ist sie mit 389 nicht auf ihre Leistung gekommen. Sie hat den Punkt im Halbfinale dann hergeben müssen. Hier möchte sie jetzt den Punkt erzielen für Freiheit, damit dann am Ende die Bronzemedaille erreicht wird. Schülerin ist sie und sie spielt gerne neben dem Schießen Schlaginstrumente. Percussion ist ein großes Hobby von Jana Meinheit. Mehrfache Teilnehmerin an deutschen Meisterschaften ist sie und bei der Landesverbandsmeisterschaft hat sie den Titel erreichen können. 2019 war das mit dem KK-Gewehr. Ihr gegenüber neu im Team, der Schütze, der in dieser Saison auch schon mehrere Wettkämpfe bestritten hat, aber gestern eben nicht eingesetzt wurde, ist Kevin Zimmermann, ein Rollstuhlfahrer, der auch im paralympischen Bereich seine größten Erfolge zu verzeichnen hat. Vize-Weltmeister mit der Mannschaft und Bronzemedaille im Einzel bei der Weltmeisterschaft 2002 in Seoul in Südkorea. Mannschafts-Europameister 2013 war er bei der Europameisterschaft in Alicante in Spanien. Er hat eine ebenso lange Erfolgsgeschichte wie zum Beispiel Jolene Bär. Und er zählt auch die Bronzemedaille mit der Mannschaft und den Vize-Weltmeistertitel im Einzel bei der Weltmeisterschaft 2014 zu seinen Erfolgen. Ganz kurzer Blick auf den Zwischenstand. 3:1 auf Position 1. Jeanette Heck-Düstort perfekt unterwegs. 100 in der ersten Serie, 6 Schuss in der zweiten, noch ohne 9. Alle Schüsse, die sie abgegeben hat, sind im Zentrum. Und Jessie Cups, wenn sie so weiterschießt, kommt sie auf 398 Ringe laut Hochrechnung. Auch der Computer errechnet für Jeanette Düstort ein Ergebnis von 398. Das heißt, heute sind die Zehner nicht so mittig, wie sie zum Beispiel gestern waren. Denn eigentlich wäre ja nach 16 perfekten Schuss eine Hochrechnung von 400 angebracht. Aber da gehen tatsächlich die Zehntel mit in die Berechnung ein. Und letztendlich ist es an Heck Düstort hier dem Computer der Hochrechnung einfach Lügen zu strafen und ihren Wettkampf mit 40 perfekten Schuss ins Ziel zu bringen. Auf Position 2 für die SB Freiheit, Michaela Müller-Töhle liegt zurück gegen Anna Nielsen. Wir sehen die Hochrechnung, 4 Ringe, die Differenz. Ausgeglichene Partie auf Position 3, Lisa Müller und Franziska Stahl. Beide werden
laut Hochrechnung auf 394 Ringe kommen. Auf Position 4 Jolene Bär, eine 100er Serie im zweiten Durchgang nach einer 98 im ersten. Ein Punkt bzw. ein Ring Vorsprung nach der ersten Serie, zwei Ring Vorsprung nach der zweiten auf Benedikt Mockenhaupt, ihrem direkten Gegner. Jana Meinheit auf Position 5 für Freiheit gegen Kevin Zimmermann hat hier Vorteile auf Seiten der Freiheiter. Sechsmal in der Saison hat Jeanette Heck-Düstort die 400 erzielt und gestern eben genau dieses Ergebnis auch. Jetzt wieder eine 10,9. Wenn man sich das Schussbild insgesamt am Ende, wenn alle 40 Schuss aufgezeigt sind, wenn man sich das Schussbild anschaut, da würden manche sich die Finger nachschlecken, die zum Beispiel Auflage schießen. Das ist tatsächlich Schießsport auf höchstem Niveau. Man sieht keine Regung, man sieht kein Bewegen, man sieht kein Wackeln bei Heck Düstort auf Position 1 für die SB Freiheit. Spannend wird es auf jeden Fall bleiben bis zum Schluss. Spannend. Jetzt hat sie eine 10,0 nachgelegt, also eine 10, die gerade so eine 10 ist. Hoffentlich kann sie weiterhin ihr Niveau halten. Jessie Cups setzt sie, ich habe es anfangs erwähnt, zeitlich unter Druck und setzt jetzt eine 100er Serie hinterher nach 99. Zweimal die 100. Hier trennen beide Schützinnen nur dieser eine Ring in der ersten Serie. Wenn es letztendlich dann darauf ankommt, diesen Punkt zu entscheiden, dann haben wir ein Stechen auf höchstem Niveau. Dieses Stechen gab es in der Saison übrigens schon mal. Jeanette Heck-Düstort, man muss sich das mal vorstellen, sie hat 400 perfekte Ringe geschossen. In Osterode am Harz beim Heimwettkampf von der SB Freiheit und auch ihr direkter Gegner damals von Hubertus Elsen, Ishvan Peni, hat in diesem Wettkampf 400 Ringe erzielt. Dieses Stechen wurde ausgetragen und nach dreimal perfekter Schussabgabe, dreimal 10 für beide Schützinnen, beziehungsweise für die Schützin und für den Schützen, musste dann tatsächlich der vierte Stechschuss entscheiden, der dann auf Zehntel geht. Und man muss sich vorstellen, Jeanette Heck-Düstort hat mit einer 10,3 gegen Ishvan Peni verloren, der eine 10,8 geschossen hatte. Da schießt man 44 Zehner und verliert seinen Wettkampf. Jeanette Heck-Düstort hat die Welt nicht mehr verstanden. Auf höchstem Niveau bewegen wir uns hier und wir springen auf Position 2. Hier ein deutlicher Vorteil auf Seiten von Anna Nielsen, auf Seiten des Wissener SV. 99, 100 und jetzt mit zwei perfekten Schuss in der dritten Serie bedeuten nach 20 Schuss zwei Ring Vorsprung und da Michaela Müller-Töhle auf Position 2 für Freiheit in der dritten Serie eine 9,1 geschossen hat, sind es mittlerweile nun drei Ring Vorsprung für den Wissener SV. Und wenn wir links oben auf die Zwischenstände schauen, sehen wir, das springt immer hin und her. Denn auf Position 3 zum Beispiel haben wir ein genauso enges Match wie auf Position 1. Und in diesem Moment springt die Hochrechnung und auch der Punkt wieder zur Seite der SB Freiheit, wieder auf die Seite von Lisa Müller.
397 errechnet der Computer und Lisa Müller, eine der schnelleren Schützinnen hier am Stand, hat bereits 35 Schuss abgegeben. Und ihre Gegnerin Franziska Stahl erst 22. Und das ist genau die gleiche Situation wie zum Beispiel auf Position 1, wo Jessie Cups mit ihrer Geschwindigkeit versucht, Jeanette Heck-Düst dort unter Druck zu setzen. Hier ist es genauso. Lisa Müller, sie schießt nicht nur schnell, sondern sie schießt auch verdammt gut. Bringt sie dieses Niveau bis zum Ende durch, kommt sie auf 397 Ringe. Und da tut sich Franziska Stahl natürlich schwer, wenn sie 17 Schuss noch abzugeben hat. Denn dann weiß sie, und das kriegen die Schützinnen und Schützen natürlich mit, dann weiß sie, was sie schießen muss. Und wenn man im Hinterkopf hat, dass man keine 9 mehr schießen darf, man muss perfekt ausschießen, man muss 17 mal die 10 treffen, um dieses Match zu gewinnen, dann ist das eine ganz besondere Anspannung. Und dieser Anspannung, dieser Aufregung muss man erstmal Herr werden. 3:1 der Zwischenstand. Natürlich versuchen beide Schützinnen cool zu bleiben, aber wir wissen aus der Erfahrung heraus, auch so ein Bronze-Match geht nicht spurlos an den Schützinnen und Schützen vorbei. Sportschießen, eine der wenigen Sportarten, bei der man die Aufregung, die Erregung in persönliche Ruhe umsetzen muss, seine Nerven im Zaum halten muss und das Gewehr so ruhig halten muss wie möglich, damit man dann auch tatsächlich die 10 erreicht. Kurz vor Schluss, einen Schuss hat Lisa Müller noch abzugeben. Lisa Müller, 386 Ringe hat sie bereits auf ihrem Konto, 396 kann sie noch erreichen. Franziska Stahl, ihre Gegnerin, 25 Schuss, zweimal die 9. Und Lisa Müller schießt mit einer 9,9 aus, 395 Ringe. Das heißt, Franziska Stahl hat einen Puffer von 3 Ringen bei den noch verbleibenden 15 Schuss. Wir werden sehen, ob ihr das Sicherheit gibt oder ob sie am Ende diesen Kampf noch herschenkt. Zweimal hat Franziska Stahl bei 25 Schuss bisher die 9 geschossen. Jana Meinheit auf Position 5 für Freiheit führt deutlich, ist jetzt bei Halbzeit angekommen. Nach einer 100er Serie schießt sie im zweiten Durchgang 97 Ringe. Sie führt deutlich gegen Kevin Zimmermann, der über 2x97 nicht hinauskam. Wir sehen hier die Paarung 5. Jana Meinheit, eine verlässliche Schützin für die SB Freiheit, die oftmals die Punkte auf Position 5 für die Freiheiter einholen kann. An der Position Nummer 5 97 und 97 für Kevin Zimmermann. Der letzte Schuss in der dritten Serie, den er jetzt abgeben muss. Jana Meinheit hier im Bild. Kevin Zimmermann beendet seine dritte Serie mit einer 98. Er kann sich also steigern. Wird das am Ende dann noch dazu führen, dass er vielleicht doch den Punkt gegen Jana Meinheit erreichen kann? Wir werden es in spätestens 20 Minuten sehen.
denn so viel Wettkampfzeit bleibt den Schützinnen und Schützen noch zur Verfügung. 21 Minuten, 3:2 der momentane Zwischenstand für die Freiheiter, die hier somit die Bronzemedaille gewinnen würden. Alles im Konjunktiv, denn so wie wir es beim Bronze-Medal-Match der Pistole gesehen haben, bleibt es bis zum Schluss, bis zum letzten Schuss spannend. Hier kann tatsächlich alles passieren. Und in diesem Moment beendet Jessie Cups ihren Wettkampf nochmals mit einer 99er Serie. 99 Ringe, 9 mal die 10, einmal die 9, bedeuten für Jessie Cups 398 Ringe am Schluss. Und es ist fast schon frustrierend, das kann ich Ihnen hier im Stream sagen. In der Halle würde man sowas natürlich nie erwähnen. Es ist fast schon frustrierend, wenn man eigentlich in der ersten Serie schon fast keine Chance mehr hat. Jeanette Heck-Düstort, die Königin der Liga, so hat sie unser Hallenmoderator Axel Schell oftmals genannt. Jeanette Heck-Düstort auf perfektem Kurs. Sie können das Schussbild sehen. 10,9 der letzte Schuss wieder mitten im Zentrum. Die Maschine auf Position 1 schickt sich an, die nächste 400 zu schießen. Den Punkt für die SP Freiheit auf dieser Position zu erzielen und somit dazu beizutragen, die Bronzemedaille zu gewinnen. Michaela Müller-Töhle jetzt bei 30 Schuss angekommen. Ihre dritte Serie, da hat sie etwas nachgelassen. In der dritten Serie schießt sie nur 96 Ringe. Zwischenstand nach 30 Schuss, 293 Ringe für Michaela Müller-Töhle. Die Position 2 für die Freiheiter. Ihr gegenüber Anna Nielsen, die im ersten Durchgang 99 schießen konnte, sich nochmal steigerte auf 100, aber jetzt auch im dritten Durchgang anscheinend kleinere Probleme mit der Richtung hat. Seitliche Schwankungen führen zu einer 57 nach 6 Schuss, 256 nach 26 Schuss. Hier allerdings noch der Vorteil auf Seiten des Wissener SV. Lisa Müller bereits ja mit ihrem Wettkampf am Ende. Franziska Stahl kämpft, um diesen Punkt nach Hause zu holen für den Wissener SV. Und sie ist gut unterwegs in der dritten Serie. 8-mal geschossen, 8-mal die 10. Sie hat natürlich im Hinterkopf hier die 395 überbieten zu müssen. Und wir springen auf Position 4, wo sich die erste Entscheidung anbahnt. Benedikt Mockenhaupt hat seinen Wettkampf beendet mit einer 99er Serie, 395 insgesamt. Und das weiß natürlich auch Jolene Bär, die wir hier im Bild sehen. Die Sportsoldatin auf Position 4 für die Freiheiter. 39 Schuss hat sie bereits abgegeben. Der letzte Schuss wartet auf uns. 387 hat sie auf ihrem Konto. Eine 10 würde bedeuten, dass sie den Punkt nach Hause holt. Auch eine 9 würde sogar noch reichen. Dann käme sie auf 396, also auf einen Ring mehr als ihr Gegner. Und sie schießt mit einer 10 aus und macht diesen Punkt für die SB Freiheit, da ballt sie die Faust, eine gehörige Last fällt von ihren Schultern. Dieser Punkt war wichtig im Kampf um die Bronzemedaille. Da ist sie sichtlich erleichtert, klatscht ab mit ihrem Trainer Christian Klees, der Olympiasieger von 1996 in Atlanta.
Mit dem KKW hat er damals die Goldmedaille gewonnen. Und hier ist er jetzt am Stand und unterstützt seine Schützinnen und Schützen tatkräftig. Und wir vermissen einen hier am Stand, der ebenfalls Trainer der SB Freiheit ist. Mein persönliches Interesse, ein Genesungswunsch an Christian Pinno. Christian, komm wieder auf die Beine. Kann leider jetzt im Moment nicht hier sein. Wir drücken die Daumen, dass das alles wieder gut wird und er mit einer Bronzemedaille hier belohnt wird für die Mühen, die Christian und Christian Pinno und Klees das ganze Jahr über auf sich genommen haben. Jeanette Heck-Düstert hier im Bild, immer noch perfekt unterwegs, 33 Mal geschossen, 33 Mal die 10. Und es wäre ihr tatsächlich zu gönnen, der sympathischen Schützin aus Norwegen, auch hier im Bronzefinale die 400 Ringe zu erzielen. Die nächste 10 auf ihrem Konto. Sechs Schuss hat sie noch zu absolvieren. Die Position 2, Michaela Müller-Töhle, 33 Schuss, 96 in der dritten Serie. Und genau diese 96 Ringe hat auch Anna Nielsen in ihrem dritten Durchgang erzielt. Laut Hochrechnung 390 zu 393. Dieser Punkt würde an den Wissener SV gehen. Auch hier ist tatsächlich die Entscheidung nicht mehr weit weg. 34 Schuss für Michaela Müller-Töhle. 390 kann sie laut Hochrechnung erreichen. 392 wären tatsächlich möglich, wenn sie jetzt mit 6 mal der 10 ausschießt. Michaela Müller-Töhle hier im Bild konzentriert sich, nimmt nochmal den Blick weg vom Ziel. Anna Nielsen. Auch hier höchste Konzentration. Ganz enge Haltung des Gewehrs am Kopf. Es wird versucht, das Gewehr so einzustellen, dass man relativ gerade stehen kann. Es ist ja eine statische Sportart, anders als in der Disziplin Pistole, wo es tatsächlich auch auf Kraft ankommt, auf Kraftausdauer. Eine statische Sportart, bei dem alle Hebel und alle Anatomie genutzt wird, damit es statisch bleibt, damit man so wenig Kraft aufwenden muss wie möglich. Und wir sehen hier ganz schön die Oberkörperorientierung bei Michaela Müller-Töhle. Der Kopf etwas nach vorne geneigt, zum Gewehr hin. Die Stützhand unter dem Gewehr seitlich gekippt, damit das Gewehr näher zum Körper kommt. Anna Nielsen, eine aufrechte Kopfhaltung, damit auch die Nervenbahnen im Genick nicht abgequetscht werden. Alles das spielt eine Rolle, eine Wissenschaft für sich, der Stehendanschlag, das Luftgewehrschießen. Aufgabe natürlich hier auch der Trainer, das umzusetzen. Michaela Müller-Töhle hier rechts im Bild hat jetzt 38 Schuss abgegeben, 372 ihr Ergebnis bis dahin. Anna Nielsen 34 Schuss, der Punkt laut Hochrechnung auf Seiten des Wissener SV.
Auf Position 3 Lisa Müller, bereits ja mit ihrem Wettkampf zu Ende. 395 auf ihrem Konto. Und Franziska Stahl hat in der dritten Serie 3 Schuss abgegeben. Der letzte war eine 9,3 hoch. Jetzt gilt es wieder, sich neu zu fokussieren, sich neu zu konzentrieren. Und wie ich bereits erwähnt habe, natürlich weiß Franziska, was sie schießen muss, damit sie am Ende vielleicht doch noch ihren Punkt nach Hause holt. Sie darf sich einen Neuner noch erlauben, muss allerdings die restlichen Schüsse alle ins Zentrum bringen. Auf Position 5 sehen wir hier Kevin Zimmermann, der seinen Wettkampf beendet hat. Er kommt auf 96 in seiner vierten Serie und hat insgesamt dann 388 auf dem Konto. Und wir sind tatsächlich so weit, dass wir auf Position 1 das nächste 400er Ergebnis haben. Mit einer 10,8 beendet sie ihren Wettkampf. Jeanette Heck-Düstort. Und tatsächlich, die Königin der Liga hat wieder zugeschlagen. 4x 100 Ringe. 400 Ringe insgesamt. Die Maschine auf Position 1 für die SB-Freiheit. 400 Ringe für die SB-Freiheit. 400 Ringe und das nicht zum ersten Mal, sondern zum mittlerweile 18. Mal in dieser Saison. Das ist Wahnsinn, das ist Spitzensport auf höchstem Niveau und sie ist ein Garant für den Erfolg der SB Freiheit. 400 Ringe von Jeanette Heck-Düstort. Im Bild sehen wir Michaela Müller-Töhle für die SB Freiheit. Und das im Bild ist Anna Nielsen. Hier die Entscheidung noch nicht gefallen. Michaela Müller-Töhle bei ihrem letzten Schuss. Anna Nielsen, 38 Schuss hat sie abgegeben. Michaela Müller-Töhle beendet ihren Wettkampf mit 99, kommt insgesamt auf 392 Ringe. Und es ist unwahrscheinlich, dass Anna Nielsen in den letzten beiden Schüssen noch dreimal beziehungsweise drei Miese macht, so sagt der Schütze. Es müsste eine 8 und eine 9 sein, damit es hier zum Stechen käme. Der Punkt wird an den Wissener SV gehen. Die Hochrechnung, die Zwischenstände, der Zwischenstand 3:2 für die SB Freiheit. Anna Nielsen hat noch zwei Schuss abzugeben. Diesen einen warten wir noch ab. War eine 107,3. Unglaublich stark. Also, man kann es gar nicht oft genug erwähnen. 39 Schuss hat sie jetzt auf ihrem Konto. 385 Ringe und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie diesen Punkt natürlich nach Hause holt. Franziska Stahl im Bild. 347 Ringe. Dreimal die 9 bei 35 Schuss. Und auch sie weiß natürlich, was sie schießen muss, damit sie den Punkt nach Hause holt. 395 von Lisa Müller stehen ihr gegenüber. 5 Schuss hat Franziska noch abzugeben. Sie kommt, wenn sie 5x die 10 trifft, auf 397 und würde den zweiten Punkt für den Wissener SV holen können. Und in dem Moment beendet Anna Nielsen ihren Wettkampf mit einer 9,5. Es hat nicht zur 100er Serie gereicht, aber mit 394 holt sie sich diesen Punkt. Das ist der zweite Einzelpunkt auf Seiten des Wissener SV. Und wichtig wird es dann tatsächlich jetzt bei der letzten verbleibenden Schützin auf Position 5 für die Freiheiter. Eine Bank in der Saison auf Position 5.
Sie hat regelmäßig ihre Punkte geholt. Mit diesen Ergebnissen auf Position 5 zu sein, das würde sich manch andere Verein wünschen, dass sie eine so starke Nummer 5 hätten. Die SB Freiheit hat sie, Jana Meinheit, 353 Ringe bis jetzt. Sie hat noch 4 Schüsse abzugeben. Und ihr Gegner Kevin Zimmermann hat 388 Ringe auf dem Konto. Und Sie können mir glauben, auch wenn es hier eigentlich relativ deutlich zu sein scheint, die Anspannung, die Aufregung macht das Ganze nochmal interessant. 5 Minuten vor Schluss. Jetzt sind es noch 3 Schuss für Jana Meinheit. Die Zeit sollte keine Rolle spielen. Sie sollte also pünktlich fertig werden. Auch der Wettkampfrichter sagt die letzten 5 Minuten an. Ein wichtiges Zeichen für die Schützinnen und Schützen, die am Stand sind, damit sie sich ihren Wettkampf einteilen. 50 Minuten stehen ja den Schützinnen und Schützen zur Verfügung. 50 Minuten Wettkampfzeit für 40 Wettkampfschüsse. Und hier sehen wir die Schützinnen, die bereits ihren Wettkampf absolviert haben. Sie fiebern mit, sie warten auf Franziska Stahl und sie warten auf Jana Meinheit. Und es ist anders, als wenn es tatsächlich 5:0 stehen würde. Hier ist die Spannung tatsächlich noch da, denn es ist auch mit den letzten Schüssen tatsächlich noch alles möglich. Franziska Stahl wird mit ihrem Wettkampf den Punkt holen. Sie hat jetzt noch 2 Schüsse abzugeben. Wenn sie 2-mal die 9 schießt, käme es zu einem Stechen, wenn es dann tatsächlich um den Sieg geht. Das wichtigere Match ist tatsächlich das, was wir jetzt hier sehen. Jana Meinheit für die SB Freiheit auf Position 5. Auch sie hat noch 2 Schüsse zu absolvieren. Da setzt sie nochmals ab. Muss sich nochmal sammeln, muss die ganze Konzentration auf diesen einen Schuss lenken. Da reißen die Mannschaftskameradinnen die Arme hoch. Denn dieser Schuss, die 39, war auch eine 10. Jetzt geht es darum, den letzten Schuss noch ins Ziel zu bringen. Und es sollte tatsächlich kein Problem sein, für Jana Meinheit den letzten Schuss auch noch ins Ziel zu bringen. Sie benötigt in Anführungsstrichen nur eine 5 und das ist sehr unwahrscheinlich. Franziska Stahl hier im Bild, die den 2. Punkt für Wissen erzielen wird. Tatsächlich interessant sind beide Partien, wichtiger für die Bronzemedaillenvergabe, aber Jana Meinheit auf Position 5 und damit, wir hören es aus der Halle, hat sie ihren Wettkampf beendet. Jana Meinheit auf Position 5. Sie schießt eine 99 zum Schluss und kommt insgesamt auf 393 Ringe. Ihr Gegner Kevin Zimmermann, 388 Ringe. Das ist der 3. Einzelpunkt für die Freiheiter, hier die Betreuer und Fans und Schützen, die in der Halle sein dürfen. Sie macht damit den Siegpunkt für die SB Freiheit. 3:2 geht am Ende der Wettkampf aus für die SB Freiheit. 3:2, das heißt die Bronzemedaille geht an die SB Freiheit, geht an Osterode am Harz, geht in den Norden, das war klar.
Beide Vereine aus der Nordliga. SB Freiheit, herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Bronzefinale. 3:2 letztendlich mit einer 400 auf Seiten der Freiheiter. Heute hat es dazu beigetragen, die Bronzemedaille zu gewinnen. Sie hat, Janet Heck-Düstort hat an diesem Wochenende zweimal die 400 erzielen können. Michaela Müller-Töhle hat ihren Punkt hergegeben an Anna Nielsen. Ein Einzelpunkt für die Wissende, genauso wie auf Position 3. Franziska Stahl kann ihren Punkt machen für den Wissener SV. Und Position 4 und 5, Jolien Beer und Jana Meinheit holen dann die entscheidenden Punkte für die SB Freiheit, die wir hier im Bild sehen. Freude allenthalben. Das Niedersachsenlied erklingt. Freude auf Seiten der SB Freiheit, auf Seiten der Schützen und Schützinnen, beziehungsweise im reinen Damenteam und natürlich auf den Tribünen. Wir sehen im Hintergrund auch noch den SVGK Hannover, die Pistolendisziplinen, Bronzemedaillengewinner, die hier ihre Freunde unterstützen aus Niedersachsen. Die Bronzemedaille geht also an die SB Freiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein spannender Wettkampf mit dem besseren Ende für die SB Freiheit ist zu Ende. Wir freuen uns jetzt tatsächlich auf das Goldfinale der Pistolenschützen. Das wird sein Weil am Rhein gegen die SGI Waldenburg. Um 13 Uhr fällt hier der Startschuss. Dazu dürfen wir sie bereits ab 12.15 Uhr wieder hier begrüßen im Livestream. Wir haben dann auch Interviewpartner und auch Christian Reitz wird hier zur Verfügung stehen, der Olympiasieger, wird unserem Kommentator Jan-Erik Epley zur Verfügung stehen und mit seiner Expertise Jan-Erik Epley unterstützen. Christian Reitz, unser Olympiasieger im Stream. Und später um 15 Uhr werden wir dann das Finale um Gold sehen in der Disziplin Luftgewehr zwischen Pfeilföhringen, dem Südmeister, und der SSG Kevlar, dem Titelverteidiger. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Tag. Um 13 Uhr sehen wir uns hier wieder, beziehungsweise um 12.15 Uhr. 12.15 Uhr starten wir mit der Übertragung. Da sehen wir uns wieder zum Goldfinale der Pistolenschützen. Vielen Dank, bis später.